Hallo Pferdeleute, willkommen zu unserem zweiten Unboxing-Video. Diesmal packen wir eine neue Kamera aus, und zwar eine GoPro. Und ich bin mal sehr gespannt, wie so ein Ding überhaupt aussieht, weil bis jetzt haben wir ja immer mit dem Handy gefilmt. Früher hatten wir auch schon mal so Digitalkameras, aber die waren dann für so Pferdeaufnahmen entweder nicht geeignet oder man konnte das im Movie Maker nicht hochladen und nicht bearbeiten. Und dann habe ich mal gedacht, wenn schon eine neue Kamera, dann wäre es natürlich schön, eine zu haben, wo ich auch auf dem Pferd sitzen kann und euch da was erzähle. Geplant ist zum Beispiel, dass ich bin ja immer mal mit Handpferd unterwegs und dass ich euch da vom Pferd aus den Cisco zeigen kann, den Hund zeigen kann, die Ohren vom Lucky, den ich da im Moment reite, weil die Larissa ja im Abi ist. So, hier aufgemacht. Und da ist es drin. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich ziehe es mal raus. Klitzeklein. Dann haben wir hier noch was dabei. Ich weiß überhaupt nicht, was da jeweils alles drin ist. Überraschung. Einmal die Beschreibung raus. Und da sind so allerlei Abdeckungen drin. Gucke ich mal nachher bei. Allererstes wollen wir natürlich das Ding selber sehen. Das ist es. Unsere neue Kamera. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wenn ich jetzt hier auf dem Turnier filmen will, ob das damit geht, dass ich die Larissa verfolge. Die reitet nämlich übermorgen ein Turnier. Also im Grunde genommen, wenn das Video erscheint, dann ist es eigentlich heute, dass das Turnier geht. Ja, das muss man sich nochmal angucken. Und jetzt gucken wir uns das Zubehör an. Kann natürlich sein, dass man auf dem Turnier dann vielleicht doch noch mit dem Handy filmt. Und diese Sachen eben für das, was ich gerade so gesagt habe. Ein Kabel, irgendeine Abdeckung, Klebedinger. Ich habe auch schon mal überlegt, ob man, wenn ich das so auf der Stirn haben will, wenn man so einen Helm hat, dann guckt man ja immer so auf die Nase. Und ich wollte euch den Hund hier auch zeigen, ob ich das hier drauf dann klebe. Und dann kann ich mir das hier so auf den Kopf machen. Das ist eine Stirnlampe halt. Ich kann es natürlich auch auf den Helm dann machen und so ein bisschen tricksen. Und da sind so allerlei Befestigungen dabei. Und was haben wir hier noch? Ob das wohl ein Akku ist für das Ding? Ja. Bedienungsanleitung. Dafür brauche ich die Brille. Und weil ich die Haare nass habe, kann ich jetzt nicht sehen. Aber das machen wir uns ja ganz einfach. Englisch, Englisch, Englisch. Gibt es das auch auf Deutsch? Also ich sehe schon mal, es gibt eine GoPro-App. Es wird beschrieben, wie man Videos und Fotos am Computer, LCD-Touch-Backpack am Fernseher, Smartphone und Tablet und wie man die auch teilen kann. Sharing-Videos und Fotos sehe ich hier. Schon mal das Erste, was ich so aufgeschlagen habe. Also das sollte dann funktionieren. Aber die Inbetriebnahme gibt mir jetzt schon Rätsel auf. Ich habe was Französisches gefunden. Also ich kann auch ein bisschen Französisch, aber eigentlich kann ich ein kleines bisschen besser Englisch. Und am allerliebsten wäre es mir natürlich in Deutsch gewesen, aber auf Deutsch scheint ja keine Bedienungsanleitung dabei zu sein. Deswegen lese ich euch nichts vor. Gibt ja auch jede Menge Videos zu der GoPro an sich. Hab halt wie gesagt allerlei Zubehör und werde das dann mal mit meinen Kindern zusammen in Betrieb nehmen. Und könnt ihr gespannt sein auf Videos vom Pferd aus. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.